Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Meine lieben Freunde, es gibt im Fortnite Shop einen neuen Skin, besser gesagt zwei neue Skins und ein Item, was kostenlos ist. Das heißt, alle Leute, die kein Geld für Fortnite ausgeben können, ihr könnt jetzt in den Gegenstand Shop gehen und euch was gönnen. Freunde, die neuen Skins, es gibt einmal die Hackerin, die habe ich mir direkt gegönnt. Finde ich ziemlich nice, also ich finde, das hat auf jeden Fall was. Vielleicht spielen wir jetzt auch gleich wie eine Hackerin, es wäre auf jeden Fall schön. Also wie ein Hacker, ne? Weil ich bin ja keine Frau. Und es gibt den Schaltkreiskiller. Der hat eigentlich auch ein ziemlich geiles Outfit, muss man sagen. Finde ich schon nicht schlecht. Freunde, aber es gibt was kostenlos. Und zwar die Rostlaube. Ist ein schöner Rucksack. Ich finde, es sieht eigentlich ganz geil aus. Das heißt, ihr müsst dafür kein Geld ausgeben. Einfach in den Shop gehen und euch das gönnen. Es ist zeitlich begrenzt. Du hast eine Schraube locker, dann ist sie wahrscheinlich hier drin. Teil des Sturmplünderer-Sets. Also ich habe ja eine Schraube locker, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Oder? Freunde, und außerdem gibt es dazu noch den Kleider. Den finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so geil. Und natürlich hier die Hacktechnik. Aber ich glaube, es ist noch die Hacke vom Skifahrer, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ziemlich nice, Leute. Gönnt euch die Rostlaube. Die ist kostenlos für die Leute, die kein Geld ausgeben wollen. Und Freunde, habt ihr Bock, dass heute noch zwei weitere Videos kommen? Dann auch mal den Daumen rausballern. Dann kommt heute noch eine Reaction auf krasse Fortnite-Momente und eine Roomtour, denn ich habe ja mein Zimmer umgestellt. Und wenn ihr darauf Bock habt, Daumen hoch und lasst gerne ein Abo da, weil ich streame jetzt öfters mal Fortnite und manchmal habe ich geile Runden dabei. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir spielen jetzt einfach mal und gucken mal, wie dieser Hacker-Skin so aussieht in-game. Und ich würde sagen, lasst uns wie ein Hacker spielen. Let's go. So, Freunde. Ich finde, also das ist jetzt auch meine allererste Runde mit dem Skin und das heißt jetzt auch meine allererste Runde Fortnite heute am Tag. Das heißt, ich könnte vielleicht reinscheißen, so wie immer, aber vielleicht haben wir ja Glück und die Hackerin gibt uns irgendwie Kraft. Und ich muss sagen, es sieht, die sieht geil aus. Ich finde, das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Also ich finde den Skin irgendwie richtig cool. Wenn ihr Bock habt, dann gönnt euch den auf jeden Fall und gönnt euch die Rostlaube, denn die ist kostenlos. Und es sieht mir aus wie eine Tilted-Runde. Deswegen gehen wir direkt mal nach Tilted Towers und versuchen mit der Hackerin hier eine gute Runde zu machen. So, let's go, Leute. Ich muss euch auch sagen, ich habe den geilsten Kleider der Welt. Den haben bestimmt viele von euch, aber das ist auch der geilste Kleider. Denn Fortnite kann keinen geileren Kleider mehr rausbringen als den, der hier gleich geöffnet wird. Weil er ist so geil. Gönnt euch dieses Ding, Leute. Gibt es einen geileren Kleider als den hier? Ich glaube nicht. Und Leute, schreibt auf jeden Fall mal euren Lieblingsort oder eure Lieblingsstadt aus Fortnite in die Kommentare. Denn ich würde gerne mal wissen, wo ihr so gern hingeht und was so eure Lieblingscity hier in Fortnite ist. Schreibt es einfach mal rein. Bin gespannt. So. Hier haben wir doch bestimmt was Gutes drin. Ja, fast. Aber ich finde, die hat irgendwie was. Also die sieht jetzt nicht scheiße aus. Die sieht aber auch nicht sehr, sehr geil aus. Aber sie sieht irgendwie cool aus. Also irgendwie hat das was. Vor allem mit dieser Rostlaube auf dem Rücken. Das hat auf jeden Fall was. So, jetzt brauchen wir hier nur noch gute Sachen. Und dann können wir doch eigentlich die Runde gewinnen. So, Freunde. Oh, das haben wir gesucht. Das haben wir gesucht. Das haben wir gesucht. Gönnen. Gönnen. So, da ist einer. Boah, der hat direkt ein richtiges Brett kassiert. Wenn der mir jetzt geklaut wird, gibt's Ärger. Er wird mir geklaut. Hier ist noch einer oben. Freunde, ich werde jetzt um 1 Million Euro, ich gehe hoch und sterbe. Weil er auf mich wartet. Ja, ich höre ihn. Okay, hier ist er drin. Alter, war das ein schöner Schuss. Bin zwar fast tot, aber das war ein schöner Schuss. Ich merke auf jeden Fall, wie die Hackerin uns richtig gute Kraft gibt, Leute. Ich merke es einfach. Ich bin besser. Ich bin ein Hacker. Ich hoffe, ihr nehmt nicht alles ernst, was ich laber, weil Rhabarber, Rhabarber. Da ist er. Und Kopfschuss. Hab's euch gesagt, Alter. Dieses Gewehr ist einfach Premium. Ich liebe es. Oh, Junge, der gibt ja richtig gut. Was ist los mit dem?
Ach, und dann kommt einer von oben, Alter. Ja, moin, wie hat der mich denn? Der hat mich ja nur noch getroffen. Shit! Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde mit der Hackerin. Freunde, jetzt muss es doch mal eine gute Runde werden. Das Ding ist immer, die allerersten Runden, oder besser gesagt, die ersten, sagen wir mal, die ersten 10 Runden am Tag, ich komme gar nicht klar. Da habe ich immer das Gefühl, ich spiele Fortnite zum ersten Mal. Aber man muss sagen, war gar nicht so schlecht. Und der Typ, der hat mich halt einfach unnormal gehittet, Alter. Was war los mit dem? So, let's go. Oi, oi, oi. Bruder. Alter, ich komme mir vor wie, das ist hier mein Geheimversteck. Ich gehe Leute töten und gehe wieder in mein Geheimversteck. So Leute, auch ein Tipp von mir. Guckt immer an diesen Truck, weil ich habe das Gefühl, niemand nimmt diese Kiste. Da unten bist du. Ja, Leute, auf jeden Fall lässt sich die Hackerin cool spielen. Ich finde, die hat jetzt nicht so nervige Farben oder so. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und hier habe ich was Schönes, Alter. Meine Lieblingswaffe in Fortnite. Ich liebe diese Waffe über alles. So, und er hat irgendwo da oben einen getötet gehabt. Habe ich auf jeden Fall gehört. Ah ja, da ist alles. Na, moin. Ich glaube, mir gehört Tilded. Hier ist keiner mehr. War dieser Busch schon immer da? Werde ich gleich sehen, wenn er auf mich schießt. Tilted Towers gehört offiziell mir, hier ist kein Schwein. Ja, moin. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den Skin findet, Leute. Findet ihr den cool oder findet ihr den unnötig? Was sagt ihr zu den neuen Skins? Besser gesagt, zu den zwei neuen Skins. An... Oh ja. Und Kopfschuss. Ey, das ist wieder dieses... Dieser Hans Entertainment-Moment. Getroffen. Was? War so ein Millimeter an den Kopf vorbei, ne? Schon wieder. Hier ist noch einer. Ja, moin. Und da kommt wieder einer abstauben, weißt du? Das liebe ich ja. Muss halt weiter, ne? Wegen der Zone, Alter. Jetzt wird's... Oh, ja. Jetzt weiß er, wo ich bin. Was soll ich da machen, Alter? Oh. Gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr Bock auf 2 weitere Videos heute, dann Daumen hoch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Skin findet. Schreibt, welcher Ort euer Ort so in Fortnite ist. Und ich würde sagen, gönnt euch das kostenlose Item. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.